Hallo, da ist wieder die Agentin Alice für euch. Ich interviewe heute den Frontsänger von In Extremo für euch. Hi! Schönen guten Tag. Stellst du dich mal kurz vor, für die, die dich nicht kennen? Ja, ich bin der Michael von In Extremo und ja, wunderschönen guten Tag. Gut, wie bist du dazu gekommen oder wie seid ihr dazu gekommen, In Extremo zu gründen? Das war eine Kneipenidee. Eine Kneipenidee? Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ich habe einfach nach einem Bandnamen gesucht und habe abends im Lateinbuch rumgeschaut. Dann habe ich In Extremo gefunden, auf zwei verschiedenen Seiten. Und das heißt zu guter Letzt in Vollendung oder na, endlich sind sie da. Okay. So, das heißt es eigentlich wortwörtlich. Endlich seid ihr da, ja. Es hat so gepasst. Gut. Und am nächsten Morgen sind wir mit dem Namen wieder aufgewacht und habe ich gesagt, okay, das ist es. Das ist er. Okay. Da müsst du ein bisschen der Anführer, der... Ach, den gibt es bei uns nicht. Das ist einfach so... Klar, ich habe die Band gegründet, aber letztendlich jeder hat das Gleiche zu sagen wie der andere. Und seid ihr in der Originalbesetzung? Sind alle noch von damals? Ja, wir sind fünf Mann von der Originalbesetzung. Vor 10 Jahren ist der Gitarrist krankheitsmäßig ausgestiegen. Dafür ist Van Lange gekommen. Der neue Gitarrist, der ist seit 10 Jahren dabei. Das ist echt totaler Quatsch. Und seit 1. Januar haben wir uns, hat sich unser Schlagzeuger will andere Wege gehen. Und ja, wir wünschen ihm hiermit alles Gute. Und ja, aber In Extremo bleibt In Extremo. Ja, Musik bleibt klar. Ja, natürlich, klar. Gut, dann habe ich noch eine Frage von jemandem, der mir geschrieben hat. Sie wollte wissen, ihr wart auf der Tour am Goldenen Rhein. Wieso seid ihr nicht in die Schweiz gekommen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ist das nicht von euch aus gekommen? Ich weiß, ich kann dir das gar nicht mehr sagen. Wir sind so viel unterwegs. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir den Sommer davor wahrscheinlich das eine oder andere Festival in der Schweiz gespielt haben. Und dann ist das immer zu kurzfristig, dann wieder jedes Vierteljahr da zu spielen. Okay. Ich meine, jetzt ist was ganz anderes, jetzt machen wir eine Akustiktour. Das ist, ja, Akustik ist eben Akustik. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr nochmal mit der Rockshow in der Schweiz kommen. Auf alle Fälle werden wir dieses Jahr an einer neuen Platte arbeiten. Die kommt 2011 raus irgendwann. Mhm. Hat ihr schon einen Namen? Nee, wir fangen erstmal an mit Schreiben. Das sind alles unbelegte Eier. Und dann werden wir auch eine Tournee einfach die Schweiz kreuzen und das nicht nur einmal. Okay. Und wer schreibt bei euch die Songs? Wir machen alles selber, komplett. Also alle zusammen oder einer? Ja, wir machen alles zusammen. Alles zusammen. Okay. Manchmal der eine mehr, manchmal der andere weniger, wie das so ist. Und dann der andere eine bessere Idee und dann sagt man, okay, dann schmeißt man meine in die Mülltonne oder den seine in die Mülltonne. Dann nimmt man eben das, was übrig bleibt. Was das Beste ist. Ja, für uns selber. Und ihr wart schon viel in der Schweiz, habe ich gehört. Ja. Und gefällt euch die Schweiz? Also ohne zu schmeicheln, Zürich ist eine meiner Lieblingsstädte auf der ganzen Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr oft privat auch in Zürich. Es ist einfach eine geile Szene, eine geile Stadt und ich fühle mich hier total wohl. Okay. So, Hans Kirchdorfer. Ja, mein Ernst, ja. Und was gefällt dir am besten in der Schweiz? Außer Zürich. Alles, ich meine, die Schweizer Satz ist immer was Besonderes. Das hat irgendwie... Die Berge, die Lockerheit der Menschen, die sind so wie die Berge. Manchmal sind sie ein bisschen nach hinten so und lassen, geben nicht gleich alles preis. Aber wenn du sie hast, irgendwie als Kumpel oder Freund, dann geben sie das letzte Hemd und so weiter. Das ist einfach, das ist schon eine andere Mentalität als in Deutschland, obwohl es dieselbe Sprache ist. Aber ja, ich kann das kann man in 2 Worten nicht beschreiben. Das gefällt mir einfach, das ist so ein Bauchgefühl, weißt du. Okay. Lernst du dann auch ein bisschen Schweizerdeutsch? Also ich kann das nicht sprechen, aber es ist auch nicht schwer zu verstehen. Ich meine, es ist ja wie ein Dialekt. Ich meine, Bayern ist auch ein Dialekt, den in Deutschland kaum jemand versteht, sag ich mal. Weißt du? Aber wenn man sehr oft da war, kriegt man das schon mit. Ich meine, wenn man in die Region kommt, in die französische Schweiz, dann ist schon manchmal, da muss ich schon manchmal nachfragen. Aber ansonsten, wenn ich in der Schweiz bin, verstehe ich es doch. Weißt du in noch, Zürich, meine ich. In Zürich, ja. Weißt du noch, wie dein erster Auftritt mit In Extremo war? Insgesamt? Nein, der allererste. Der allererste? Oh. Kann ich mich genau daran erinnern. Der allererste Rockauftritt von In Extremo war 97 auf der... in Leipzig auf dem Marktplatz. Okay. Bei einem Mittelaltermarkt. Es hat in Strömen geregnet, trotzdem waren da irgendwie über 1000 Leute. Das war das allererste Konzept, das war total verrückt, wir hätten alle nie mit gleich. Da wusstet ihr In Extremo geboren. Das wusste man vorher schon, aber dann, das war eine Bestätigung, dass man nichts verkehrt gemacht hat. Okay. Mhm. Gut, dann danke ich dir für das Interview. Kannst du für die Leute da draußen, die sich jetzt interessieren, mal die Homepage sagen? Die Homepage, ja, ich bin nicht so ein Computerfreak, aber die Homepage weiß ich. Da geht ihr einfach auf inextremo.de.
Und ja, guckt euch alles mal an und viel Spaß dabei. Gut, danke. Ich wünsche euch vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.